So, liebe Kinder, willkommen zurück zu Training Nummer 3. Ich habe mich sehr gefreut über eure Bilder von euren Siegesposen und natürlich über die Videos, wie ihr so lange in der Unterarmstütz gestanden seid. Heute machen wir weiter, heute brauchen wir ein bisschen mehr Platz. Wichtig ist vor dem Training, zieht euch bitte um, auch festes Schuhwerk braucht ihr für das Training. Eine Trainingsmatte, die dick genug ist, weil heute werden wir Beinabwehr üben, das heißt, wir müssen zurückspringen und dass unsere Knie sich nicht dabei verletzen, brauchen wir eine gute Unterlage. So, Trainingsprogramm heute wird Erwärmung sein, dann kurz nochmal Kampfstellung, Wiederholung, die brauchen wir, um dann richtige Beinabwehr zu machen. Hierzu brauchen wir natürlich genügend Platz und dann machen wir wieder ein kleines Kraftprogramm und am Schluss gibt es wieder eine kurze Hausaufgabe. So, fangen wir nun an mit der Erwärmung. Wichtig auch, wenn es warm ist, wie heute, müssen wir uns gründlich warm machen, damit wir uns nicht verletzen. Dazu fangen wir an, wie beim letzten Mal, kurz zu springen. Und dann machen wir noch ein paar neue Übungen. Also, wir springen vom rechten zum linken Fuß. Als erstes schön springen von rechts nach links. Immer den anderen Fuß gleich dabei anheben. Tun die Arme nach oben und unten, immer im Wechsel, schön weiterspringen dabei. Und jetzt machen wir es von außen nach innen. Und immer schön weiterspringen dabei. Jetzt machen wir immer hoch, runter, abwechseln die Arme. Und immer von einer Seite zur anderen Seite mit beiden Armen. Und wir springen nochmal weiter. Und wir verdrehen die Hüfte richtig, ganz verdrehen zur Seite, Kopf schaut nach vorne, Oberkörper bleibt gerade. Und nochmal weiterspringen. Und als nächstes tun wir fünfmal die Knie auch zur Brust anziehen. Schön ganz hoch. Hopp. Und weiterspringen. Jetzt das Ganze hinten, also Füße zur Ferse, fünfmal. Und weiterspringen. Und als nächstes tun wir einen Fuß immer hoch und mit den Händen drunter klatschen. Wichtig auch hier Zwischensprünge machen mit dem anderen Fuß. Und nochmal weiterspringen. Und von links nach rechts. Schön rundendes Knie und raus auf die andere Seite. Und nochmal weiterspringen. Und wir machen fünf kurze Strecksprünge und hopp. Und weiter springen. Okay, wir stehen hin,
locker in die Beine stehen, leicht in die Knie und wir kreisen beide Arme vorwärts. Und beide rückwärts. Schöne große Kreise. Arme bleiben gestreckt. Und jetzt machen wir linker Arm nach vorne, rechter rückwärts. Wer Hilfe braucht, den Eltern Bescheid sagen. Oder langsam anfangen. Einen kreisen, dann den anderen. Und Richtungswechsel heißt rechter Arm jetzt nach vorne, linker rückwärts. Okay, und um die Hüfte kreise, ganz arg wichtig. Richtungswechsel. Und wir nehmen den Oberkörper und die Arme mit, schön nach unten und nach hinten lehnen, dass ihr die Wand hinten seht. Und wir machen Richtungswechsel. Okay, wir machen die Knie zusammen und stützen uns auf die Knie ab und mit geschlossenen Beinen tun wir in eine Richtung die Knie kreisen. Schön auch mit dem Gesäß nach unten. Und in die andere Richtung. Und wir machen von innen nach außen. Heißt also nach vorne, auf, zurück, zusammen. Vor, auf, zurück. Zusammen und selbstständig machen. Und wir machen von außen nach innen, Luft auf, nach vorn, zusammen, zurück, auf, vor, zusammen, zurück und selbstständig. Okay. Wir richten uns auf, ganzen Schritt nach vorne, beide Fußspitzen zeigen nach vorne in einer Linie und wir schieben mit unserer Hüfte nach vorne, die Ferse bleibt dabei hinten unten stehen und schön nach vorne, wir stützen uns auch nicht ab, sondern halten den Druck und dann gehen wir zurück und mit dem anderen Fuß nach vorne. Ferse bleibt wieder unten und wir schieben mit der Hüfte nach vorne. Okay, wir stehen in die Grätsche und jetzt verlagern wir unsere Hüfte zu einer Seite. Auch hier bitte nicht abstützen. Und auf die andere Seite. Wieder nicht abstützen. Okay, wir strecken die Knie durch, gehen mit beiden Händen nach unten und auf die andere Seite. Wichtig, die Knie durchgedrückt lassen und in der Mitte durch die Hände, nicht umfallen bitte. Und wir setzen die Hände vor dem Kopf ab. Kommen wir zum ersten Teil, nämlich dem Sägebock. Das benötigen wir hier auch. Schaut bitte, dass die Hände auf der Matte sind.
und dass die Matte am besten nicht hin und her rutscht. Wir fangen nun an, wichtig hin, denn Füße sind breit, Hände sind schulterbreit und wir laufen immer mit den Füßen einmal auf die linke Seite, dann wieder auf die rechte Seite und unsere Hände bleiben immer stehen und der Kopf bleibt im Nacken. Wir laufen erst nach links und dann laufen wir nach rechts bis in die Höhe von den Armen und dann wieder zurück. Das Spielchen machen wir jetzt eine Weile. Wieder in die andere Richtung. Schön den Kopf im Nacken lassen immer. Und wir halten in der Mitte an und gehen runter auf die Knie. Wichtig hierbei jetzt, wir sitzen ab, dehnen unsere Schultern. Wir tun die Arme nach vorne und versuchen unser Gesäß hinten auf die Knie zu drücken. Dann machen wir noch die Gegenübung. Heißt, wir legen die Hüfte vorne ab, Arme bleiben durchgedrückt. Diese Übung brauchen wir auch nachher bei der Beinabwehr und Körperspannung brauchen wir dazu auch. Okay, wir bleiben in der Bank, Hände sind unter dem Oberkörper, unter den Schultern, ein Knie bleibt abgesetzt, linker Fuß nach außen und so weit nach vorne wie möglich, Fuß gestreckt und dann versuchen wir mit dem Gesäß nach unten auf die Ferse zu kommen, Arme bleiben auf dem Boden, den Fuß versuchen auch auf dem Boden zu lassen. Wir schieben wieder nach vorne, setzen das Knie ab und dann machen wir das Ganze auf der anderen Seite, den Fuß so weit nach vorne wie möglich und versuchen nach hinten abzusitzen, auf die Ferse, Hände und Fuß auf den Boden lassen. Okay, wir schieben wieder nach vorne. Jetzt nehmen wir einen Fuß ganz nach vorne, der andere steht im rechten Winkel. Wir ziehen die Fußspitze an und drücken mit beiden Armen überhalb vom Knie auf den Oberschenkel. Und wir wechseln die Seite, das andere Knie steht, andere Fuß strecken, Knie durchdrücken und überhalb vom Knie nach unten drücken. Okay, wir legen uns auf den Bauch. So, wir ziehen einen Fuß zuerst an, ziehen ihn ganz zum Gesäß und versuchen mit dem Oberkörper nach oben zu kommen. Dann lassen wir den Fuß wieder los und machen Seitenwechsel. Erst den Fuß anziehen, ganz aufs Gesäß und dann mit dem Oberkörper nach oben. Okay. Hände sind vor dem Kopf. Wichtig, die Arme sind gebeugt. Die Ellenbogen sind in der Luft auf beiden Seiten. Kopf bleibt im Nacken, die Fußspitzen sind beide aufgestellt und jetzt tun wir einen Fuß nach vorne, seitlich raus, schauen, dass dies am rechten Winkel ist, also dass ein Geodreieck hier zwischen Körper und Fuß hineinpasst und schön abstützen, nicht nur liegen lassen, sondern richtig versuchen, die Fußsohle nach unten zu drücken. Und das gleiche Spiel machen wir auf der anderen Seite. Fuß nach außen, anderer Fuß bleibt auch mit einer Fußspitze abstehen, Ellenbogen sind oben und den Fuß ganz abstellen. Okay, so, dann liegen wir noch kurz auf den Rücken
Wichtig, beide Füße sind aufgestellt. Wir legen den einen Fuß über den anderen und heben ihn fest. Und mit der anderen Hand drücken wir gegen unser Knie, also dass unser Knie weg vom Oberkörper kommt, um dann quasi unsere Leiste zu dehnen. Das spielen wir mal auf der anderen Seite. Absetzen, herziehen den Fuß, oben rauf liegen, festheben und mit der anderen Hand gegens Knie drücken. Okay, wir strecken beide Füße, ganz gerade liegen, schön Fußspitzen anziehen, einen Fuß anwinkeln, den anderen liegen lassen und zu sich herziehen das Knie. Und die andere Seite und das Knie wieder zum Körper herziehen. Okay, dann setzen wir nochmal hin, machen die Füße auseinander. Wichtig hier, heute müssen wir auch der Oberkörper, die Rumpfmuskulatur ein bisschen dehnen, weil die heute viel im Einsatz ist. Deshalb ziehen wir unsere Fußspitzen an und verdrehen unseren Körper nach hinten. Dann gehen wir vor zur Fußspitze. Beide Hände, Knie bleiben weiterhin unten. Und in die Mitte vor. Versuchen, so weit nach unten zu kommen wie möglich. Und zur anderen Fußspitze. Und schlussendlich auf die andere Seite drehen. Ganz nach hinten drehen, so weit wie es geht. Fußspitzen bleiben oben. Okay. So. Wir stehen auf. Wichtig, schaut nun, bei der nächsten Übung braucht ihr genügend Platz, dass nichts drumherum ist. Dann brauchen wir noch einen kleinen Gegenstand, wo wir uns als Linie markieren können. Dieser sollte vielleicht nicht spitz sein und auch nicht zu hart, falls wir auf diesem landen sollten oder ihn umstoßen sollten, dass er nicht kaputt geht. Machen wir nun eine kurze Pause und dann geht es auch schon weiter. So, willkommen zurück. Ich habe mir jetzt nun einen kleinen Gegenstand besorgt. Dieser ist ziemlich weich, kann auch nicht zerbrechen. So einen solltet ihr vielleicht auch haben. Wir benötigen ihn jetzt für den Anfang noch nicht sofort, denn wir wiederholen erst noch die Kampfstellung. Und dann machen wir heute die Beinabwehr. Das heißt, wenn einer bei uns einen Angriffsschritt ausführt, um einen Beinangriff zu machen, müssen wir diesen abwehren können. Aber zuerst machen wir Grundübungen der Beinabwehr. Und dann werden wir die richtige Beinabwehr ausführen. So, wir wiederholen jetzt als erstes die Kampfstellung. 5 Punkte, die haben wir in den letzten 2 Trainingseinheiten ausführlich gelernt. Wichtig zuerst, wenn wir hier im Parallelschritt anfangen, ein Schritt geht nach vorne, am besten unser rechter Fuß, wenn ihr Rechtshänder seid. Wichtig dabei ist, dass wir die Breite haben. Und natürlich auch die Tiefe, das heißt, unser Fuß ist hier von dem anderen entfernt und auch in der Breite haben wir genügend Platz. Schritt Nummer 2 ist in die Knie gehen. Wichtig, mit dem Gesäß nach unten gehen, nicht nur einfach mit den Knie einknicken. Schritt Nummer 3 ist die linke Hand abzusetzen auf den Boden. Schritt Nummer 4 ist den Kopf in den Nacken und die andere Hand nach oben. Und Schritt Nummer 5 ist die andere Hand ebenfalls nach oben zu nehmen. Das ist die Kampfstellung. Wir werden die jetzt nochmal kurz wiederholen, 2-mal. Einmal mit Anweisung und einmal ohne Anweisung. Also fangen wir da an. Schritt nach vorne, schön breit lassen. Schritt Nummer 2, in die Knie gehen. Schritt Nummer 3, die Hand nach unten, die Linie. Schritt Nummer 4, die Hand nach oben, Kopf in der Nacke. Und Schritt Nummer 5, die andere Hand ebenfalls nach oben. Und wir richten uns nochmal auf. Jetzt dürft ihr selbstständig nochmal die Schritte vormachen
und ich mache sie ebenfalls selbstständig. Okay, haben wir soweit die Kampfstellung nochmal wiederholt. Jetzt ist es wichtig, wir müssen unterscheiden können, ob es ein Einbeinangriff ist, ein Doppelbeinangriff ist, ob es ein Außen- oder Innenbeinangriff ist. Und dazu gibt es verschiedene Abwehrtechniken. Das ist sehr wichtig, dass wir das unterscheiden können, weil wenn wir jedes Mal nur nach hinten wegspringen, könnten wir eventuell die Chance verpassen, nach hinten bei unserem Gegner zu kommen und uns die 2 Punkte zu sichern. So, wir fangen deshalb an. Wir stehen in die Kampfstellung. Das ist immer unsere Ausgangsposition nun. So, wenn jetzt quasi einer einen Beinangriff auf einen Fuß macht, also auf unseren vorderen Fuß, dieser wird meistens angegriffen. Der hintere Fuß ist immer schwer zu erreichen. Den müsste der Gegner erreichen, dass wir einen Schritt nach vorne machen, dass er den hinteren Fuß von uns momentan angreifen kann. Deshalb machen wir Abwehr für unseren vorderstehenden Fuß. Wir stellen uns immer vor, dass er mit seinen Händen an unseren Fuß greift. Wir mit unseren Händen diese beiden Hände oder Arme greifen und natürlich unseren Fuß zurückziehen. Ja, dabei können wir immer gern die Hände nach unten tun, damit wir wenigstens ein bisschen Kontakt haben. Und nun ist es wichtig, dass wir uns verlagern von vorne auf hinteren Fuß. Das ist ganz wichtig bei der Beinabwehr. Momentan stehen wir auf ungefähr beiden Beinen. Ja, meistens, wenn wir nach vorne gehen, einen Schritt, wenn er einen Angriff macht, gehen wir meistens nach vorne. Ja, stehen wir auf dem vorderen Fuß. Das heißt, wir müssen schnell verlagern können von einem zum anderen Fuß. Deshalb, also Kampfstellung einnehmen. Ich mache einmal kurz vor und dann könnt ihr auch mitmachen. So, also unser Gegner greift den Fuß an. Wir werden seine Arme nach unten drücken und den vorderen Fuß nach hinten tun. Und der andere Fuß wird zu unserem Standbein. Ja? Okay, ich zeige einmal noch und dann geht's los. So nach unten und hopp. Wichtig, haltet das Gleichgewicht. So, das werden wir jetzt üben. Also unser Gegner greift jetzt an und wir machen die Abwehr. Und in der Position einnehmen und abwehren. Position einnehmen und abwehren. Position einnehmen und abwehren. Position einnehmen und abwehren. Wichtig ist, bei der Position einnehmen könnt ihr auch immer kurz kontrollieren, ob ihr die Höhe habt. Und wenn wir so weit sind, nächste. Und nochmal. Und nochmal. Und immer schön nach der Höhe gucken, richtige Kampfstellung. Und weiter geht's. Und nächsten. Und wieder richtig stehen. Und wieder Abwehr. Und nochmal. Okay. Wir richten uns kurz auf. Wichtig hierbei ist, wir haben nur quasi eine Abwehrbewegung gemacht. Das heißt, wir fliehen mit unserem vorderstehenden Fuß nach hinten. Das heißt natürlich noch nicht, dass wir eine Wertung kriegen, weil die bekommen wir erst, wenn wir hinter unseren Gegner kommen und die Grundrolle gewinnen. Deshalb ist es wichtig, bei einem Beinangriff immer die Arme vom Gegner am besten an den Ellenbogen zu erwischen, um ihn richtig zum Boden zu drücken und quasi zu belasten und nach hinten zu laufen. Bevor wir aber das üben, werden wir also die andere Seite noch üben, heißt mit linken Fuß vorne. Dazu müsst ihr gucken, dass ihr genügend Platz habt auf die andere Seite. Ich drehe meine Matte, damit ihr das besser sehen könnt, welcher Fuß vorne steht und welcher nach hinten geht. So, wir nehmen hier üben auch wieder die Kampfstellung ein. Wiederholung, linker Fuß nach vorne diesmal, in die Knie, rechter Arm nach unten diesmal, linker Arm nach oben, Kopf in den Nacken und wir heben den rechten Arm nach oben. Auch hier wieder wichtig, die Verlagerung auf den hinteren Fuß, das heißt, wenn der Angriff kommt, wir fangen ihn ab und wo
Fuß nach hinten. So, wir können nun starten mit der Übung. Und der Angriff kommt, Hände nach unten und Fuß nach hinten. Und wieder die Angriff und Abwehr. So, Angriff, Abwehr. Und nochmal, hopp. Nochmal, hopp. Und schaut auch hier, dass ihr immer die richtige Höhe habt. Hopp. 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 Und hopp. Und noch zweimal. Angriff. Und ein letztes Mal. Und hopp. Okay. So. Jetzt ist wichtig, dass wenn wir den Angriff gemacht haben, auch die Wertung erzielen. Das heißt, wenn wir abgewehrt haben, also er ins Leere angreift, wir seine Arme kontrollieren bei einem Sägebock, den wir vorhin gemacht haben, und nach links und nach rechts gelaufen sind, nun ausführen. Ich mache einmal kurz vor und dann könnt ihr auch schon mit einsteigen. Also wir fangen wie immer aus der Kampfstellung an. Der Angriff kommt, mein Fuß geht nach hinten. Ja, er ist jetzt im Leeren mit seinen Händen. Ja, ich setze den Fuß wieder ab und laufe rum. Dann machen wir das gleich auf der anderen Seite. Also, ohne komplett rumzudrehen, wir behalten trotzdem den rechten Fuß vorne. Also, Angriff kommt. Ich mache Abwehr, Fuß absetzen, stehen und wir laufen nach links. Ja? Wichtig hierbei ist, es kann sich auch mal die Richtung ändern, dass wir nach rechts laufen. Aber meistens, wenn er unseren rechten Fuß angegriffen hat, dann laufen wir aus unserer Sicht zur linken Seite. Weil er meistens da die Stütze nicht mehr hat. Beim Beinangriff kommt er meistens so. Und das heißt, er hat hier keine Stütze mehr, er hat nur hier die Stütze. Wenn ich hier nach unten drücke, ist er unten und hat sein Gleichgewicht verloren. Der Schwerpunkt von ihm liegt am Boden und ich kann ganz einfach nach hinten laufen. Wichtig dabei ist immer die Hände Belastung lassen. Okay, wir machen weiter, rechter Fuß bleibt vorne. So, kontrollieren der Höhe. Der Beinangriff kommt, Abwehr nach hinten und laufen. Und gleich nochmal, rechter Fuß nach vorne. Angriff kommt, Abwehr und laufen. Und wieder vor, kontrolliert die Höhe, Angriff, Abwehr und laufen. Und weiter, rechter Fuß ist vorne, Angriff, Abwehr und laufen. Und weiter geht's, Angriff, Abwehr und laufen. Okay, und nochmal, Angriff kommt, Abwehr und laufen. Und nochmal, schön die Höhe kontrollieren. Abwehr und laufen. Und noch einmal. Angriff, Abwehr und laufen. Okay. Gut soweit. Für diese Seite. Jetzt üben wir das auch auf der anderen Seite. Schaut wieder genügend Platz. Diesmal müsst ihr in die andere Richtung laufen. Als vorhin bin ich nach links gelaufen. Jetzt laufe ich dann nach rechts. Ich mache kurz die Seite vor. Wichtig, linker Fuß ist vorne, schaut richtig die Kampfstellung einnehmen. So, der Angriff kommt, mein linker Fuß geht quasi nach hinten. Ich fange ab, stehen und wir laufen nach rechts. Linker Fuß bleibt vorne. Und Angriff, Abwehr, laufen. Gut soweit, dann jetzt mitmachen. Wir stellen wieder Kampfstellung. Angriff auf den Fuß kommt, Abwehr und nach rechts laufen. Und Kampfstellung bleiben, immer nach der Höhe gucken. Angriff kommt, Abwehr und laufen. Und wieder linker Fuß beachten ist vorne, Höhe kontrollieren, Angriff, Abwehr und laufen. Und wieder einnehmen und Fuß nach hinten und laufen. Links bleibt weiterhin vorne. Kontrollieren, Angriff kommt, Abwehr und laufen. Und weiter geht's, Abwehr und laufen.
gehen. Linker Fuß vorne, Höhe annehmen und Abwehr und laufen. Und nochmal Abwehr und laufen. Okay, gut gemacht soweit. Jetzt machen wir eine kurze Trinkpause und dann geht es auch schon weiter mit der richtigen Doppelbeinangriff. So, liebe Kinder, wir sind zurück aus der Pause. Jetzt kommen wir zur Doppelbeinabwehr. Hier ist es wichtig, dass wir schauen, dass wir genügend Platz auf unserer Matte haben, uns richtig positionieren, dass wir mit unseren Knien nicht außerhalb auf dem normalen Boden landen, sondern auf unserer weichen Unterlage. Wichtig hier ist ebenfalls, wir sollten eigentlich nicht auf unseren Knien landen, sondern wir haben nachher die korrekte Körperspannung, dass unsere Knie nicht unsere ganze Masse abfangen, sondern dass es unsere Fußspitzen eigentlich machen und wir nachher in einer Position sind, die so aussieht, heißt meine Knie sind sogar ein bisschen eingehoben, meine Hüfte ist unten, Arme sind durchgedrückt, ja, und hier kann ich dann normalerweise wegrutschen. So, bevor wir das aber machen, brauchen wir unseren Gegenstand. Hier ist es wichtig, wir müssen also so schauen, dass wenn unsere Knie nachher hier sind, ja, dass unser Fuß nachher hier irgendwo anfängt. Das heißt, dass wir ziemlich weit vorne an der Matte anfangen. Wenn wir so eine Trainingsmatte haben, ihr seid ein bisschen kürzer als ich. Deshalb ist es für euch ein bisschen einfacher. Aber schaut trotzdem, dass ihr genügend Platz noch auf der restlichen Matte habt und auch wirklich auf dieser Matte landet. Nehmt euch hier immer ein bisschen mehr Zeit, um auch euch richtig zu positionieren. Wichtig ist, wir brauchen jetzt den Gegenstand. Wir fangen ganz vorne an, unsere Kampfstellung zu machen. Und jetzt legen wir unseren Gegenstand auf die Höhe von unserer hinteren Ferse. Wir fangen wieder auf der rechten Seite an. Wir brauchen diesen Gegenstand, weil wir wissen müssen, wo unsere Hände hingehen. Ich kann nicht meine Hände hier vorne absetzen und Beine Abwehr zu machen, dann erreicht nämlich mein Gegner immer noch meine Füße. Deshalb ist es wichtig, dass meine Hände hier nach hinten gehen, auf diese Höhe, auf beiden Seiten und ich nach hinten wegspringe und mich auch richtig strecke und meine Hüfte nach unten drücke, damit genügend Belastung auf meinen Gegner kommt, damit ich auch seine Hände von meinen Beinen lösen kann. So, wichtig, wir nehmen also die Kampfstellung ein. Ich zeige jetzt einmal vor, wie wir erst gründlich zuschauen. Ich erkläre auch schön langsam. Ich erkläre auch zweimal, einmal ein bisschen langsamer und einmal ein bisschen schneller. So, also wenn unser Gegner kommt, Doppelbeinangriff startet, fassen wir wieder seine Hände. Ja, meistens sind wir ein bisschen zu spät dran. Wenn er es gut macht, deshalb Hände ganz nach hinten. Ja, die gehen nach hier unten und gleichzeitig springe ich dann nach hinten weg. Hopp. Wichtig dabei ist, meine Hüfte ist unten, Fußspitzen sind aufgestellt. Bitte nicht liegen lassen, haben wir keine Spannung mehr. Aber hier Hüfte nach unten, meine Arme sind gestreckt und normalerweise auf den Ellenbogen meines Gegners. So, ich mache noch einmal ein bisschen schneller vor. Wichtig ist, orientiert euch mit der hinteren Ferse an eurem Gegenstand. Hier wieder korrekte Position einnehmen. Hände gehen nach hier hinten und wegspringen und lang machen. Hüfte nach unten drücken. Ja? Wie ihr sehen konntet, ich lande nicht volle Kanne auf meinen Knien. Ich lande erst auf meinen Fußspitzen, tue meine Hüfte nach unten und erst dann berühren meine Knie den Boden. So, jetzt werden wir das gemeinsam durchführen. Orientiert euch bitte an eurem Gegenstand. Wichtig, Kampfstellung einnehmen und wenn ich los sage, reagieren wir. Und los geht's. Ab. Dann strecken, Hüfte nach unten und jetzt fängt wieder auf. Gehen nach vorne. Schaut wirklich auf der Matte bleiben. Ja. Und schön Kampfstellung wieder einnehmen und los geht's. Aufrichten wieder. Und Position einnehmen.
Und los geht's. Aufrichten. Und hoch. Wichtig unten, immer schön die Hüfte nach unten. Arme sind dann gestreckt. Und los geht's. Ja, Arme gestreckt auf beiden Seiten. Hüfte nach unten drücken. Schönes Hohlkreuz machen. Kopf bleibt immer oben, von Kampfstellung bis zum Sprung zurück. Orientieren an eurem Gegenstand, Kampfstellung und los geht's. Ja, wichtig, schön eine Linie mit eurem Gegenstand sein. Und weiter geht's. Und los geht's. Und wieder hoch. Aufstehen. Kampfstellung, Höhe kontrollieren. Und los. Und hoch wieder. Und Kampfstellung einnehmen. Und los geht's. Okay. So, wir üben das jetzt auf der anderen Seite. Also ich drehe kurz meine Matte, damit ihr das besser sehen könnt. Wir nehmen den linken Fuß nach vorne, die Kampfstellung ein. Unser Gegenstand geht wieder auf die Höhe der Ferse. Wieder ein bisschen weiter von der Matte wegstellen, damit wir es auch nicht umschmeißen. So, Höhe kontrollieren. Kampfstellung korrekt einnehmen. Ich zeige auch auf dieser Seite. Zuerst Hände gehen nach hinten auf die Höhe von unserem Gegenstand und unserer Ferse. Und wir springen nach hinten, Hüfte nach unten, um richtig zu belasten. Hopp. Wichtig, schaut da, dass die Unterlage fest ist und nicht wegrutscht. Und dass ihr weit genug vorne seid, dass eure Knie nicht den Boden berühren. Außerhalb der Matte. So, wieder Position einnehmen, hinten kontrollieren, Kampfstellung einnehmen und wir fangen jetzt gemeinsam an. Wieder auf los, werden wir einen Abwehr machen. Und los geht's. Hopp. Wichtig, wieder Arme durchstrecken, Hüfte unten, Fußspitzen sind aufgestellt. Und wir gehen wieder hoch, einnehmen. Kontrollieren die Höhe und los geht's. Hopp. Gut. Und hoch wieder. Am Anfang ist es vielleicht noch ungewohnt auf der anderen Seite, aber das kommt nach der Zeit. Übung macht den Meister. Und los geht's. Und aufrichten. Mit der Kampfstellung eine. Kontrolliert die, wie weit es entfernt ist. Und los geht's. Und wieder hoch. Höhe kontrollieren. In der Tankstellung. Und los geht's. Und wir gehen wieder hoch. Kampfstellung einnehmen und los geht's. Und wieder hoch. Kampfstellung einnehmen. Linker Fuß bleibt weiterhin vorne und los geht's. Und noch zweimal. Kampfstellung einnehmen und los geht's. Und das letzte Mal auf der linken Seite und los geht's. Okay, wir richten uns wieder auf. Das war jetzt die Abwehr vom Doppelbeinangriff. So, wir machen es nochmal auf der anderen Seite.
Jetzt machen wir das Ganze aber schneller. Das heißt, wir versuchen 5 schnelle zu machen. Das reicht mal für den Anfang. Das heißt, wir stehen erstmal vorne wieder hin, Kampfstellung einnehmen. Ich mache kurz vor, 2 Stück, schnell hintereinander und dann machen wir das gemeinsam, 5 schnelle. Okay, wichtig ist, Kampfstellung einnehmen, ja, und dann gebe ich nachher das Kommando los und dann macht ihr 5 Stück hintereinander. Wichtig ist, ihr müsst beim Aufstehen auch wieder nach vorne laufen, in die Kampfstellung. Wir machen nachher nicht aus dieser Position die Beine abwehr, sondern wirklich aus Kampfstellung wieder. 2 Stück mache ich kurz vor. Das heißt, wenn ich jetzt los sage, geht's raus. Hopp, nach vorne, hopp, und nach vorne. So, und das machen wir jetzt 5-mal auf der Seite, 5-mal auf der anderen Seite. Fangen wir erst an mit dem rechten Fuß vorne. Kontrolliert, dass ihr richtig seid, genügend Platz habt. Nach hinten springen und wir machen 5 schnelle. Wenn ihr bereit seid. Und los geht's. Okay, ich hoffe, ihr wart genauso schnell wie ich. Machen wir das nämlich auf der anderen Seite. Jetzt ist wieder der linke Fuß vorne. Nehmt euren Gegenstand wieder. Positioniert ihn bei eurer hinteren Ferse, damit ihr hier wisst, wie weit ihr wieder nach vorne laufen müsst. So, nochmal kurz durchlaufen. Dann nehmen wir die Kampfstellung ein. Und warten auf mein Kommando. Und los geht's. Okay, gut. Ich hoffe, ihr werdet genauso schnell wie ich. Bringt euren Gegenstand wieder in Sicherheit. Wenn es euch noch nicht gereicht hat, könnt ihr jetzt noch kurz in der Pause auf beiden Seiten noch 2x5 Stück machen. Und dann sehen wir uns nach der Pause wieder. So, liebe Kinder, wir sind heute schon wieder bei den Kraftübungen angekommen. Natürlich dürft ihr auch das Training jeden Tag wiederholen, wenn ihr Lust habt. Beinabwehr könnt ihr auch so immer mal wieder üben. Und heute machen wir natürlich wieder eine Kraftübung mehr. Wir machen heute noch den Strecksprung mit dazu. Mit dem werden wir auch anfangen. Und dann werden wir wieder Kniebeuge machen, Liegestütze machen, Bauchaufzüge machen und als fünftes und letztes den Rückenstrecker. Also, wir fangen nun an mit dem Strecksprung. Ich zeige einmal vor, wir hatten ihn vorhin auch schon in der Erwärmung kurz. Wichtig ist, wir führen die Übung immer komplett aus. Das heißt, wir fangen im Stehen an, gehen nach unten, die Hände berühren den Boden. Wichtig ist, nicht so nach unten, sondern in die Knie gehen. Und dann springen wir nach oben, Hände gehen nach oben. Wir landen wieder am besten auf den Fußspitzen, damit wir gleich wieder weitermachen können. Wir machen alle Kraftübungen 2x10 Übungen. Ich gebe immer das Tempo vor, zählen und das bitte wie immer einhalten. So, wir fangen an mit dem Strecksprung, die ersten 10 Stück. Wichtig, macht euch bereit. Wir fangen jetzt gleich an, ihr könnt auch schon leicht auf die Fußspitzen stehen, dann ist das Ganze auch einfach. Und los geht's mit der ersten. Und 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10. Gut. Den ersten Durchgang haben wir damit geschafft. Ihr könnt ein bisschen die Beine lockern. Heute haben wir viel für die Beine gemacht.
Und dann machen wir uns bereit für die zweiten 10 Stück. Und wir fangen an. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10. Sehr gut. Damit haben wir schon eine neue Übung gelernt. Als nächstes machen wir dann die Kniebeuge. Lockert auch mal eure Beine. So, dann stehen wir schulterbreit hin. Hände bleiben dann vorne. Wichtig, schaut wieder, dass die Knie nicht weiter als die Fußspitzen nach vorne gehen. Und das Gesäß nach hinten unten geht. Kopf bleibt auch immer oben. Und mein Tempo einhalten. Arme nach vorne und dann können wir auch schon starten. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10. Und die haben jetzt auch schon den ersten Durchgang geschafft. Hat es super gemacht. Wieder ein bisschen lockern. Richtig. Nase ein und ausatmen. Nicht zu hektisch schnaufen. Und dann machen wir die zweiten 10. Schulterbreit hinstehen. Arme nach vorne. Und das Gesäß geht wieder nach hinten. Unten. Und wir fangen an mit dem ersten. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10. Sehr gut. Haben wir schon alle Übungen im Stand geschafft. Jetzt gehen wir in den Boden. Nächstes folgen die Liegestütze. Schüttelt nochmal kurz eure Arme aus. Wichtig, eure Arme sind in der Höhe der Brust, nicht vorne, nicht zur Seite raus. Und wichtig, wir bleiben eine Linie. Das Gesäß geht nicht zu weit nach oben, sondern Körperspannung. Und dann fangen wir schon an, richtig nach unten den ersten zu machen. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10. Und absetzen. Kurz Arme ausschütteln. Wichtig, immer schön mit dem Oberkörper nach unten und rechtliche Körperentspannung, heißt Rücken, Muskulatur. Bauchmuskulatur anspannen, dass wir nicht hin und her wippen. Und dann machen wir uns bereit. Dann machen wir nämlich die nächsten 10. Körperspannung halten und wir gehen nach unten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und letzte 10. Und absetzen. Und jetzt haben wir schon über die Hälfte geschafft. Als nächstes folgen dann die Bauchaufzüge. Füße aufstellen, nicht zu breit, nicht zu weit weg. Hände bleiben vor der Brust. Wichtig ist, wieder nicht die Schultern ablegen beim Runtergehen, sondern immer kurz vorher an, aufhören und dann wieder nach oben gehen. Also, wir fangen an mit den ersten 10 Stück. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9 und 10 und ablegen. Okay, nochmal Füße ein bisschen lockern, Arme ein bisschen lockern. Und dann machen wir uns bereit für die letzten 10 Bauchaufzüge, bevor wir dann zur letzten Übung kommen. Hände wieder vor die Brust und wir fangen an, den ersten zu machen. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10. Okay, mal lockern und dann drehen wir uns schon auf den Bauch. Wichtig, Fußspitzen bleiben abgesetzt. Hände gehen jetzt nach vorne. Die Brust bleibt auch immer leicht angehoben. Hände sind auch angehoben neben dem Kopf. Und dann fangen wir an, den ersten Rückenstrecker zu machen und die Ellenbogen nach hinten zu führen. Und 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9 und 10 und ablegen. So, kommen wir nun zu den letzten 10. Hier nochmal alles geben, alles nochmal rein. Die letzte Kraftübung. Wir heben in der Vorne an die Arme. Und fangen an mit dem ersten. Und 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und ablegen. Okay. Damit haben wir die Kraftübung beendet. Jetzt machen wir noch ein paar kleine Dehnübungen. Schauen wir noch kurz den Standbein an. Wichtig, zuerst fangen wir oben an. Mit dem Arm vor dem Körper. Schön dehnen, herziehen. Und die andere Seite. Und den Arm nach hinten. Und nach unten drücken. Kinn bleibt vorne oben und das Ganze auf der anderen Seite von oben den Ellenbogen nach unten drücken und Kinn schön oben lassen. Okay, dann haben wir halt viel mit den Beinen gemacht. Machen wir mal Ausfallschritt nach vorne, Fußspitze bleibt unten, Fußspitzen zeigen beide nach vorne. Und wir schieben mit der Hüfte nach vorne. Und dann noch Seitenwechsel. Andere Seite. Fußspitze nach vorne, Ferse bleibt unten. Und Hüfte nach vorne. Okay. Stehen wir dazu parallel hin. Ein Fuß nach vorne, Ferse absetzen, hier leicht ins Knie gehen, Fußspitze anziehen und den Oberschenkel belasten. Und dann machen wir Seitenwechsel, leicht ins Knie mit dem anderen, Fußspitze anziehen und belasten. Dann machen wir nochmal Grätsche. Beide Fußspitzen zeigen nach vorne und dann schieben wir unsere Hüfte auf eine Seite. Bitte nicht abstützen und wieder hoch und auf die andere Seite. Wir
rausdrücken. So, wir kommen dann zum Ende vom Training. Jetzt folgt gleich noch die Hausaufgabe. Und dann ist das Training auch für heute vorbei. So, liebe Kinder, kommen wir nun zum Abschluss, nämlich zu den Hausaufgaben. Heute dürft ihr mir ein Bild schicken mit euren ganzen Medaillen und Pokalen, die ihr alle schon gewonnen habt. Wer noch nicht auf dem Turnier war und keine Medaille und Pokal hat, der darf mir entweder ein Bild malen, wo ein Pokal und eine Medaille drauf ist, oder das Ganze einfach basteln und mir dann ein Bild mit dem gebastelten Pokal oder der Medaille zusenden. Außerdem als Video hätte ich gerne, wie ihr 30 Sekunden lang Beinabwehr macht, so wie wir es vorhin gemacht haben. Einfach 30 Sekunden lang so viele Beinabwehren machen, wie ihr könnt. So, und dafür verabschiede ich mich für heute und bis zum nächsten Mal.